Hallo, meine Ladies and Gentlemen, ich begrüße euch herzlich wieder zu einem 99-Sekunden-Podcast und dieses Mal kommt die Frage von Kukinator. Leben auf engstem Raume. Die bekanntesten sind die, die auf RTL sind, weil sie kein Geld haben und trotzdem 1000 Kinder machen. Und dann gibt es halt von Leuten, die so nett sind, dass sie jedem Obdach bieten. Das große Problem dabei ist, dass die Privatsphäre einfach broken gehen kann. Persönlicher Raum, aka zweite Haut, aka Distanzzone, aka peripersonaler Raum, ist lebensnotwendig. Prinzipiell fühlt es sich doch einfach mal scheiße an und macht Aggro, wenn jemand immer mega nahe guckt. Also ein kleiner Tipp für euch, wenn ihr jemanden wahnsinnig machen wollt, dann kommt einfach so nah an ihn ran, bis er einen Schritt zurückgeht und dann könnt ihr wieder einen Schritt auf ihn zugehen und er wird während des Gesprächs immer wieder einen Schritt zurückgehen, kannst du ihn eigentlich durch den ganzen Raum hetzen, ohne dass es checkt. Und das ist übrigens auch in der DNA-Verankerte, ist also für jeden Menschen ein bisschen anders. Ist aber auch was Kulturelles. Ich habe Berichte gelesen, Dinge erlebt, die zeigen, dass Leute aus den indischen Landen sich viel näher stehen. Wortwörtlich. Aber natürlich gibt es auch Leute, die man dann halt näher an sich ranlässt, weil man sie gerne hat oder ihnen vertraut. Und ganz ehrlich, wäre das nicht so, wäre es ziemlich schwer mit dem Geschlechtsverkehr. Und die gewünschte Distanz passt sich natürlich auch an Situation und Stimmung an. Bei Tieren heißt es Fluchtzone. Am besten zu beobachten bei Katzen. Die bleiben nämlich so dumm stehen da. Und dann, wenn du näher kommst, dann rennen sie dann so komisch davon und bleiben in einer gewissen Distanz wieder stehen. Und das ist auch wiederholbar. Auf zur Architektur. Micro-Living. Unter Micro-Living versteht man, dass man auf engstem Raum leben will. Einzimmerwohnung, Wohnwagen oder noch kleiner. Und dann kann man auf kleinem Platz sehr, sehr viele Menschen mehr unterbringen. Und wir haben ziemlich viele Menschen hier. Und wir machen das die Architekten und Innenarchitekten. Es ist einfach alles in diesen kleinen Wohnungen multifunktional. Das wird oft in den Nachrichten und in den Medien als die Zukunft beschrieben. Genauso wie das Cluster Development. Es existiert immer mehr der Trend, dass die Nachbarn immer länger zusammenwohnen und sich private Räume teilen. Der Garten, die Küche, der Wohnraum, alles Mögliche. The fuck? Dazu gehört aber auch, dass viele Leute immer in kleineren Wohnungen wohnen und deswegen immer mehr öffentliche Räume brauchen.